Katastrophe nach der Flutkatastrophe in Bad Münstereifel. Wir sind hier in einem Fluthaus, was theoretisch gesehen fertig sein sollte, ist es aber nicht. Ja, wir sind hier zu Gast und ja, du hast uns eingeladen. Du kennst uns auch von Baustoffspenden NRW in Erftstadt. Ihr seid oftmals Gast da und ja, im Moment schaut es so aus, als ob es nicht weitergeht. Ihr wartet jetzt seit wie vielen Monaten auf die Fertigstellung der Handwerker? Seit 10 Monaten. Also die Handwerker haben 10 Tage veranschlagt. Ja. Die wollten mit mehreren Personen dann hier auftauchen und das innerhalb von 10 Tagen alles erledigt haben. Und ja, dann ist mal was gemacht worden und dann hat er sich Monate nicht gemeldet. Und ja, und jetzt ist er fertig mit der Baustelle. Nach seinen eigenen Aussagen. Aber du musst dein Ding machen. Weißt du, was Disziplin wirklich bedeutet? Da geht gerade irgendwas an, alles klar. Ja, ich glaube aber, dass er noch nicht ganz fertig ist. So wie vereinbart war, sieht das nicht ganz so aus. Definitiv nicht. Und die Baustelle ist so hinterlassen worden auch. Ja. Und wir gehen mal rein und schauen uns das an. Das ist also wirklich krass, was hier passiert ist. Du hast uns ja neulich, ich glaube, die Woche war es am Montag, meine ich. Ne? Hast du Montag uns mitgenommen und ein bisschen erzählt, wie es hier ist. Und es ist einfach Wahnsinn, wie hier Arbeiten hinterlassen wurden. Ne? Also auch hier draußen sieht es wirklich wild aus. Sind auch Bausäcke quasi einfach draußen stehen gelassen worden. Sackware, die dann natürlich hart geworden ist. Also von fachmännisch kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und wir haben auch die Adresse. Die Firma werden wir jetzt nicht nennen. Aber wir werden mit der Firma Kontakt aufnehmen und mal fragen, was das soll. Und das ist hier auch nicht der einzige Fall. Es gibt viele dieser Fälle im Flutgebiet Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Unmöglich und wirklich skandalös. Steven ist auch mit dabei. Ja, also so soll eine fertige Baustelle ausschauen. Ja. Es ist alles im absoluten Rohzustand. Ich gehe mal durch. Ich habe auch eben so ein bisschen mitgekriegt. Also, dieser Raum hier ist angeblich fertiggestellt. Ich hoffe, die Verbindung bleibt auch. Man sieht uns hier unten, dass es immer noch feucht ist. Das heißt, das Wasser drückt von außen durch. So, die Wand nicht wirklich fachmännisch verputzt. Den Rest offen gelassen. Ja, so ist hier der Unterbau konstruiert worden. Also ist schon wirklich sagenhaft. Jetzt hier bei diesen Elektrosachen, sagte mein Mann dir gerade, ihr habt immer permanent Stromausfall gehabt, ne? Das heißt, ja, also wenn man hier unten neue, eine neue Leitung verlegt, ja, weil das unterputzt sein sollte. Und dann fing das jedes Mal an, der Treppenlift hat gepiept. Und wenn oben irgendwas in die Steckdose gesteckt wurde, ein Stecker für ein Handy aufzuladen oder irgendwie was anderes, ist der FI-Schalter immer rausgeflogen. So, und wie wurde das Problem dann gelöst? Und im Dunkeln sollten meine Eltern dann hier runterlaufen und den FI-Schalter wieder neu reinsetzen, also hoch drücken. Das war schon ziemlich gefährlich. Ja, und gelöst wurde das Problem, dass der FI-Schalter jetzt einfach ausgebaut wurde. Der wurde stillgelegt. Es ist, dass der einfach fällt, nicht mehr rausfliegen da kann. Da fällt einem nichts zu ein, ganz ehrlich. Und dein Vater ist körperlich nicht mehr sehr, so fit, ne? Ja. Muss man also sehr Treppenlift hier runterfahren. Genau, der kann kaum noch richtig laufen und nur noch mit Unterstützung. Und hat jetzt natürlich auch noch weitere Erkrankungen diagnostiziert bekommen. Also es wird nicht besser. Der sollte hier runterziehen. Jetzt eigentlich sollte das schon längst fertig sein. Aber ich das muss schauen, Geld wie wir ist das fast machen. Voll bezahlt worden, sagst du auch. Ne? Das heißt, Geld ist voll bezahlt, Arbeit ist nicht ausgeführt. Und so sieht es hier auf einer angeblich fertigen Baustelle aus im Flutgebiet Bad Münstereifel. Und ja, auch hier, aber hier kann man noch nicht wohnen. Das ist lediglich ein Raum, der einigermaßen fertig ist, aber selbst da ist nichts passiert. Den Raum habt ihr jetzt selber angefangen, damit ihr nicht weiter warten müsst auf die Handwerker. Und der sieht noch mit am ordentlichsten aus von allem. Da habt ihr selber Hand angelegt. Ja, also auch danke an alle Spender, die hier Material für bereitgestellt haben. Super, hier wird es verarbeitet. Und wir gehen einfach mal weiter und schauen uns das mal an. Das ist übrigens der Treppenlift. Ne? Das Wasser stand hier in der Flut über einen Meter hoch hier drinnen. Ja, auch das hier soll angeblich fertig sein. Ja. Ne, also das ist hier die, die professionelle werden. Festgemachte Elektroleitung an einer Wasserleitung aus Kupfer. Liebe Handwerker, ist das wirklich euer Ernst? Ist das professionelle handwerkliche Facharbeit hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland? Ich denke nicht.
Ja. Wir werden schauen, dass wir euch nächste Woche besuchen, aber ich tippe, der Anruf von euch, der kommt wahrscheinlich noch an diesem heutigen Tag. So, und nächste Woche werden wir euch besuchen kommen und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Und ansonsten können auch anwaltliche und rechtliche Schritte drohen. So viel kann ich versprechen. Ja, wir gehen mal weiter durch. Hier auf den ersten Blick alles renoviert im Zimmer, könnte man denken, aber wenn man genau hinschaut, wir gehen mal zum Beispiel hinten hin, da hat man es sich relativ einfach gemacht. Und zwar hat man hier ja neue Fensterbänke eingebaut. Ja, und anstatt den Heizkörper was niedriger zu bauen, hat man hier einfach die Fensterbank ausgeschnitten, ja, und den hier oben reingemacht. Ja. Echt jetzt? Also, das ist, ja, der Frank schreibt es ja auch rein, guck mal hier, hinten noch nicht mal zugemacht. Dann hat man nichts mehr an Material gehabt und hat hier eine Holzleiste reingesetzt und das hinten einfach mit irgendwelchem Zeug verschmiert. Ja, also ist doch wirklich ein absoluter Witz, muss man sagen. Ja, und hier der Rest, das ist die Eckarbeit hier. Ne? Also wirklich bündig ist das nicht. Professionell sieht auch anders aus. Und auch bei der Tapete hier, ja, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, hier sollte jemand einziehen, und zwar der Vater, der auch körperlich nicht mehr so fit ist. Das zieht sich hier überall weiter. Da fehlen mir echt die Worte. Also, ja, mir auch. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich fühle mich total im Stich gelassen auch. Ich bin so froh, dass es euch gibt und dass wir da Baumaterial besorgen können, umsonst besorgen können. Und diese Baufirma, die hat das da so verschludert und setzt uns dann hier solche Sachen hin. Und ich stehe da alleine jetzt hier. Meine Eltern können nicht mehr. Die sind auch nervlich total am Ende. Meine Mutter sitzt da und weint, sobald das dann auf dieses Thema Bau kommt. Und mit 10 Monaten, finde ich, ist das schon sehr, sehr lang. Und diese Arbeit, das ist kein Standard. Nein. Hier hinten sehe ich auch noch was. Die Fensterbank war zu Ende. Also hat man hinten einfach ein Holzbrett dran gesetzt. Ja? Wer macht sowas? Ganz ehrlich. Das ist... auch unten, ne? Ich sag mal, wenn ihr oben schaut, hier in den Ecken, nicht fertig zu Ende tapeziert, einfach oben irgendwie drüber gepinselt. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Ich zoom's mal gerade hier ran. Ja, ein Hoch auf das deutsche Handwerk. Und wie gesagt, es gibt auch gute Firmen, ne? Aber wenn man sieht, wie das hier abgearbeitet wurde, oder auch hier, ne? Und hier die Tapete einfach nicht Stoß an Stoß, sondern drüber geklebt einfach. Es ist eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. So, auch der Boden ist hier oben schief eingebaut. Ne? Yeah. Das ist Laminat oder Parkett? Das ist ein Laminatboden und wir haben eine Fußbodenheizung, so eine ganz dünne Folie drunter legen lassen. Und ja, jetzt sieht man das oder merkt man, spürt man das, wenn man drüber läuft. Der verläuft dann natürlich so in Wellenformen. Ne? Also das ist rechts und links nicht ausgeglichen worden. Ja. Dein Vater, der jetzt auch hinten im Bild ist, der würde gerne hier unten wohnen. Ja. Aber man sieht, das ist nicht möglich im Moment. Ja. Das ist eine Frechheit. Ne? Also, ja. Ja. Ja, auch hier nichts zu Ende geführt. Ja. Die Fliesen sind neu reingekommen, oder? Die sind neu reingekommen, die habe ich besorgt, und weil die rutschfest sind. Und die wurden jetzt hier verlegt, ja. Gucken wir uns mal an hier. Die wurden hier verlegt. Ja, absoluter Wahnsinn. Ja, hier ist auch noch komplett offen. Kann man hier sehen, wie es ausschaut. Ja, also. Ja, so viel zu einer fertigen, installierten Baustelle einer Fachfirma. Und dann wird die Esse gemacht. Ja, das wird jetzt noch verputzt. Ja, das muss noch verputzt werden. Mehr als das muss sogar gefüllt werden. Ja. Ja, hier oben. Ja, also habt ihr mal so einen Einblick, wie es hier ausschaut. Fluggebiet Nordrhein-Westfalen, Bad Münstereifel. Gehen auch nochmal hier in den Raum rein. Also mir fällt nicht wirklich viel ein. Hier übrigens Weber 110, auch aus dem Spendenlager in Erfstadt. Und tja. Fachrechtliche Expertise, Fehlanzeige. Nun ja, wir gehen mal
hier den nächsten Raum. Wie gesagt, hier haben die Betroffenen jetzt selber angefangen, um Dinge zu verputzen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Wand anschaue, das sieht doch deutlich gerader verputzt aus, als das, was da drüben abgeliefert wurde. Und das ist jetzt hier do-it-yourself, von den Betroffenen selber gemacht. Ja. Also ihr macht das besser als die Handwerksfirma, würde ich mal sagen. Ne? Ja gut, aber... Das ist traurig, dass es so ist. Ne? Ja. Wahnsinn. Wir gehen mal raus, da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Netz. Und tja, also auch hier draußen die Baustelle hinterlassen. Hier übrigens mal, ne, was passiert, wenn man dann Säcke bzw. Sackware draußen bei Wind und Wetter als Handwerker liegen lässt. Was echt schade ist, muss man sagen, weil das hätte man alles noch verarbeiten können. Ja. Also ihr wisst nicht, wie es weitergeht. Nein. Wir werden Kontakt mit der Firma aufnehmen. Die Adresse und die Daten habe ich und dann werden wir uns die Woche der ganzen Geschichte hier mal annehmen und ja, hoffen, dass es bei euch dann ein Stückchen weitergeht. Ich sehe auch hier ganz viele Kommentare. Push, Schande für das Handwerk, definitiv. Ja, ohne ja. Worte sehe ich hier von der Tina als Kommentar drin. Ja, trauriges Bild im Flutgebiet der Bundesrepublik, auch über 23 Monate nach der Katastrophe. Vielen Dank, dass du uns hier ein bisschen Einblick gewährt hast und ich denke, wir sehen uns die Woche und telefonieren auch. Ja. Und tja, wollen wir hoffen, dass es dann... Danke, dass ihr uns da so unterstützt. Ja. Sehr gerne. Nicht dafür. Mhm. Nicht dafür. Also ihr Lieben, habt es gesehen, so schaut es hier aus im Flutgebiet. Während einige Häuser schon fertig sind, Betroffene eingezogen sind, sind viele wie hier immer noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Und es wird noch eine lange Zeit dauern, bis alle fertig sind. Denn manche haben heute, auch über 23 Monate danach, noch nicht mal angefangen. Und wenn man dann zusätzlich zu der Katastrophe noch von Handwerkern so im Stich gelassen wird, dann muss man sagen, das ist wirklich schlimm. Also, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, also Steven ist auch mit dabei und wir gehen jetzt hier noch in die Gespräche rein und sind wahrscheinlich in den nächsten 20 Minuten wieder online, dann von einer anderen Familie, auch hier aus Bad Münstereifel, also gerne gleich nochmal einschalten. Bitte teilt dieses Video, macht darauf aufmerksam, bitte spendet weiter für die Betroffenen in den Regionen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, damit der Wiederaufbau weitergeht. Der Jahrestag steht kurz vor der Tür. Bis dann, Thibaut Schadi aus Bad Münstereifel.